Ja, moin Leute, ich möchte euch noch ein paar PC-Hardware-Sachen vorstellen, die ich so in letzter Zeit hier angesammelt habe. Und zwar, ich habe eine Grafikkarte mal wieder bestellt gehabt, weil ich sie sehr gerne haben wollte. Ja, und zwar ist es eine Nvidia GeForce GTX 580 geworden. So, hole ich hier mal raus. Von EVGA das Ganze im Nvidia Referenzdesign. Naja, die Grafikkarte hier hat 1,5 GB. Und zwar habe ich hier für das Schätzchen 100 € bezahlt. Moment. 100 € für eine GeForce GTX 580 Grafikkarte. Das ist doch ein bisschen viel, oder? Wer hat denn überhaupt behauptet, dass es nur eine wurde? Nein, nein! Ich habe zwei GeForce GTX 580 Grafikkarten für 100 € gekauft. Dann relativiert sich das dann wieder. So, zwei GeForce GTX 580 Grafikkarten für jeweils 50 €. Dann hält sich das alles wieder in Grenzen. Ja, wer hätte wirklich geglaubt, ich hätte die eine für 100 € gekauft? Naja, gut. Ja, ich hatte eine mal schon ausprobiert gehabt und ich muss sagen, die Kühlung hat es in sich. Also sie ist gar nicht so laut, wie man das meinen könnte. Ja, hier ist die Unterseite, leider keine Backplate. Naja, diese Grafikkarte hier hat leider nur 1,5 GB RAM, also Grafikspeicher. Aber 3 GB Version, die war mir doch erheblich zu teuer. Angesichts des Alters, ja, war das doch ein bisschen heftig. Hier sind die Anschlüsse, zweimal Dual-Link DVI. Mit analoger Unterstützung und hier ein Mini-HDMI-Ausgang. So. Was wollte ich denn noch hier zeigen? Genau. Hier ist der Anschluss für SLI. Und ich habe ja zwei GeForce GTX 580 Grafikkarten. Und zwar möchte ich mal dann auch SLI ausprobieren mit zwei GeForce GTX 580 Grafikkarten, wie gut das funktioniert. Mal sehen, ne? Eine Dual GPU Grafikkarte habe ich euch ja schon gezeigt, den GeForce GTX 295. Die gucken wir dann nochmal an, wie sie so abschneidet von der Leistung her in Benchmark-Programm und so weiter. Jetzt ist es die GeForce GTX 580 geworden. So. Ja, die gefällt mir ganz gut. Ich habe vor, einen Zweit-Gaming-PC, zum Beispiel für Besuch und so weiter, einzurichten. Naja, da werde ich eine GeForce GTX 580 für verwenden, denn. Ja, und die zweite, die bekommt meine Schwester für ihren PC. Sie hat nämlich nur eine GeForce GTX 550 Ti. Mit 1 GB Grafikspeicher. Da bekommt sie diese Grafikkarte dann hier von mir geschenkt mit 1,5 GB Grafikspeicher. Ich denke mal, sie kann sie ganz gut gebrauchen. So. Ja, so viel also dazu. Ich schraube die noch mal ganz kurz auf. Moment. Nvidias GeForce GTX 580 war übrigens im Jahr 2011 die leistungsfähigste Grafikkarte gewesen. So, ich hoffe doch mal, dass der Deckel jetzt hier abgeht. Anscheinend noch nicht ganz. Eine Schraube übersehen. Ja, und zwar steckt hier ein Fermi-Grafikchip hinter, der GF110. Ja, die GeForce GTX 480 basiert ja schon auf Fermi, aber das war nur der GF100. Und der GF110 ist dann verbessert worden, ne? Und hat auch eine neue Kühlung dann hier spendiert bekommen.
So, das hier ist diese Metallabdeckung hier. Hier steht noch irgendwas drin. Eine Nummer. Doch, nichts Spektakuläres. Ja, Nvidias Referenzdesign ist schon ganz nett. So, und dann ist hier die Kühlung. Die nehme ich euch gleich auch nochmal ab, um da die Wärmeleitpaste zu erneuern. Und dann ist hier dieser Radiallüfter, der die Abwärme hier durch die Slotblende rauspresst. Aber die Lautstärke ist moderat, muss ich sagen. Das hätte noch viel schlimmer sein können. Gut, dann noch mal eben hier kurz den Kühlblock abnehmen, wenn ich weiß, wie. So, jetzt sollte man den Kühlblock eigentlich abnehmen können. Mit vorsichtigen Drehbewegungen. So, er ist ab. Ja, und zwar versteckt sich hier drunter eine Vapor Chamber. Ich glaube, die GeForce GTX 580 war so die erste Grafikkarte mit einer Vapor Chamber. Vom Prinzip her ist es eine stark verbreiterte Heatpipe. Ja. Ich weiß jetzt nicht genau, was hier für eine Flüssigkeit drin ist. Vielleicht Wasser, kann auch vielleicht was anderes sein. Kühlmedium halt. Und es ist so, dass dieses Kühlmedium, wenn es heiß wird, also erstmal ist es ja flüssig und wenn es heiß wird, dann ja, geht es, wird es ja gasförmig und dann geht es dahin, wo weniger Temperatur vorherrscht, weil dann auch dort weniger Druck vorliegt. Ne? Und dann ist es so, dass die gasförmige das gasförmige Kühlmedium dann kondensiert hier am Kühlblock und dann geht die Flüssigkeit durch Kapillarwirkung wieder zurück. Ja, ganz spannendes Thema eigentlich. Ja. Da, 17.03.2011 steht hier drauf. Möchte ich nochmal gezeigt haben hier. Ja, bei dieser Grafikkarte ist es so, dass hier nur der Grafikchip, ich mache da gleich nochmal die Wärmeleitpaste runter, nur der Grafikchip hier direkt vom Kühlblock gekühlt wird. Alles andere, die Grafikchips, liegen mit Leite-Wärmeleitpads hier auf dieses Metallblech auf. An für sich ist das schlecht, weil ja auch die Grafikchips warm werden können. Und die werden dann halt nicht direkt hier vom Kühler mit versorgt. Ja. Aber für die Wartung ist es natürlich umso besser, weil man dann diese ganze Platte hier nicht abnehmen muss und dann noch die ganzen Wärmeleitpads erneuern müsste eventuell. Ja, deshalb... In dem Falle ist das gar nicht mal so dramatisch für mich. So, jetzt habe ich die Wärmeleitpaste entfernt und jetzt kommt hier der GF110-375A1 zum Vorschein. Ja, und hier ist der Kühlblock mit der Vapor Chamber. Nvidias GeForce GTX 1080 Founders Edition verwendet ja auch eine Vapor Chamber für die Kühlung. Das ist ja auch wieder so ein Radialdesign dann. Ja. Gut.